Viele mögen sich das immer sehr romantisch vorstellen, aber mein Tag beginnt heute um 3.45 Uhr. Das ist eben der Wecker, hat mich geweckt. Das sind 5 Stunden Schlaf gewesen. Und ja, jetzt halt Kaffee duschen, Klamotten ins Auto und dann geht's ab nach Hannover. Um 6 Uhr ist Boarding. Das ist immer so ein gewisser Zeitdruck. Normalerweise bin ich da sehr entspannt, aber da gibt es wieder eine neue Baustelle und deswegen muss ich ein bisschen schneller sein. Uhr, ich sitze im Auto. Ja, ich brauche morgens halt immer so eine Stunde. Also ich bin kein Morgenmuffel überhaupt nicht. Eigentlich klappt das alles super. Bloß aufstehen vor 5 Uhr ist dann doch immer so eine Sache. Aber wenn ich 5 Stunden Schlaf kriege, geht's halt. Mein Problem ist eher, ich kann keine Transferzeiten berechnen. Also ja, für mich ist es halt so, ich muss um 6 Uhr boarden, hatte ich eben gesagt. Jetzt ist es 4.40 Uhr. Ich rechne halt immer Haustür zu Haustür, also Bielefeld-Hannover, 108 Kilometer auf der Autobahn quasi, ist eine Stunde Fahrt. Und heute habe ich es richtig krachen lassen, hat mir 90 Minuten Zeit gegeben für die Anfahrt. 90 Minuten heißt aber im Prinzip von meiner Haustür bis zum Flieger Boarding halt. Ne? Und das könnte jetzt wieder so ein bisschen knapp werden, weil das Wichtigste für mich als Auto-YouTuber ist im Prinzip, dass ich mich an die Straßenverkehrsordnung halte, weil ohne Führerschein kein Business. Und so ist es halt, ne? Aber gut, immerhin, jetzt ist ja schon wieder fast Sommer und es fängt an hell zu werden. Das finde ich ja schon sehr schön, dass man jetzt nicht im Stockdunkeln fahren muss. Ansonsten die Strecke halt Bielefeld-Hannover zum Flughafen. Ich weiß gar nicht, wie oft ich die im Jahr fahre. Einige Male auf jeden Fall. Da kenne ich jede Blitze, da weiß ich, wo sie auch so stehen. Und ja, das unwegsam sind halt immer die Baustellen. Wie sieht das aus? Wie komme ich da durch? Ja, habe ich Glück gehabt, 5.40 Uhr, bin gut durchgekommen. Jetzt habe ich noch 10 Minuten, um das Gepäck aufzugeben und in 20 Minuten ist Boarding, weil ich ja immer komplett auseinandergenommen werde. Mein Gott, habe ich Klusen, ey. Weil ich ja immer komplett auseinandergenommen werde mit dem Handgepäck wegen dem ganzen Equipment, ja, ist das sportlich, aber noch nicht kritisch. Also da habe ich schon andere Sachen gemacht. Türe schließt. Gemeinhin herstellt Irrglaube, mein Job hätte wirklich was mit Autofahren zu tun. Dem ist natürlich nicht so. Es geht nur um Wartezeiten an Flughäfen. In Hannover habe ich es minimieren können. Jetzt bin ich in München angekommen. 7:45 waren wir hier, jetzt ist es 8. Ich kann erst um 8:30 mein Ticket holen und dann geht es entsprechend weiter mit Rumänien Airlines oder so nach Sibiu, glaube ich. Ja, und jetzt warte ich hier mal. Nach und nach werden wahrscheinlich auch die Kollegen eintrudeln, unter anderem der Eik, der mich als Kameramann begleitet, aber auch Alexander Bonn, den kennt ihr mittlerweile auch, der ist auch dabei, allerdings nicht für mich in diesem Fall. Ja, jetzt sitze ich draußen, rauche noch einen, auch wenn das nicht gut ist für meine Gesundheit, und warte noch ein bisschen die halbe Stunde und dann setze ich mich irgendwo rein und werde an meinem Rechner arbeiten. Jetzt bin ich in Rumänien angekommen, hier in Sibiu. Keine Ahnung, was man hier macht, wenn man hier ist. Wir sind auf jeden Fall hier. Ich fahre nicht, das macht der Eik, mein Kameramann heute. Und ja, 1,5 Stunden von München aus sind wir geflogen. Meiste Zeit habe ich geschlafen und jetzt sitzen wir auch schon in unserem Auto, ein Skoda Octavia Scout, erzähle ich später wahrscheinlich noch mal ein bisschen was zu, und fahren zu unserem ersten Zwischenstopp. Insgesamt sind es wohl 20 Autos, die hier mitmachen, also sprich 40 Journalisten Minimum, und ja, erstmal ist freies Fahren nach Navi angesagt. Und danach geht es dann in zweier Gruppen, A10 Fahrzeuge vermutlich, ich kann ja rechnen, dann weiter, und da wird es dann wohl auch ein bisschen offroadig. Schauen wir uns das mal an. Der Guide hat uns gerade gesagt, dass auf der rechten Seite, also da raus quasi, sich das Königssteingebirge befindet. Wer mag, kann das ja gerne googeln. Wir sind hier auf unserer ersten leichten Offroad-Passage. Eik sitzt nach wie vor am Steuer, macht das auch prima. So kann ich schön rausgucken und das Ganze mal ein bisschen genießen hier. Ja, leichtes Offroad-Fahren heißt, wir fahren auf einer gestotterten Straße.
Also in anderen Ländern nennt man sowas Landstraße, glaube ich, oder? Hier ist es jetzt leichtes Offroad-Fahren, aber die Gegend ist auf jeden Fall schön, sieht gut aus hier und Stimmung ist gut, oder Eik? Ja. Eik darf nicht sprechen, ne? Haben wir nicht vertraglich festgelegt. Lachen darf er. Ich weiß nicht, ob ihr es seht, kleines Highlight hinter mir ist die Burg von Graf Dracula. Wir sind jetzt hier in Bram, also in Transsilvanien, und das ist das Schloss von dem Gutsherrn, der damals so schrecklich war, dass alle dachten, er wäre ein Vampir. Ja, ich verpiss mich jetzt hier wieder. Ist klar, oder? 20 Uhr Ortszeit, 17 Uhr oder Viertel nach 7 deutscher Zeit. Wir sind jetzt hier in unserem Etappenziel angekommen für heute. Nennt sich Maggie's Ranch und ist unter anderem Hotel. Ja, Fazit vom ersten Tag. Ein paar Holperpisten, also Schotterpisten haben wir mitgenommen. Das kann der Scout auch ganz gut. Sonst ist Rumänien doch echt schön. Gefällt mir bisher ganz gut. Und jetzt lassen wir den Abend schön ausklingen beim guten Essen und morgen früh geht's dann weiter. Wunderschönen guten Morgen, Tag 2. Um 5 Uhr bin ich aufgestanden, um 6 Uhr war ich halbwegs wach und unter der Dusche. Um 7 Uhr gab es dann Frühstück und jetzt ist es kurz vor 8 hier lokaler Zeit. Und wir machen uns bereit aufzubrechen mit unseren Skoda Octavia Scout. Und die haben im Prinzip 31 mm mehr Bodenfreiheit als der normale Skoda Octavia als Kombi und an der Seite und vorne und hinten ein bisschen mehr Beplankung. Wir fahren die 184 PS Version als Diesel, also 2 Liter Diesel, 184 PS, 380 Newtonmeter. Die liegen zwischen 1750 und 2250 Umdrehungen pro Minute an hier. Das Fahrzeug ist ausgestattet mit einem 6-Gang DSG und Tiptronic und alle Scout-Modelle kommen mit Allradantrieb daher. Ja, bla bla bla, das war's auch schon. 5 Liter Verbrauch, 219 km/h Spitze und 0 auf 100 in 7,9 Sekunden. Das sind so die Werte, die wir brauchen. Wir machen jetzt auf dem Weg, zweiter Tag, zweite Etappe. Und gestern habe ich den Eik ja schön fahren lassen. Heute werde ich mich mal selbst hinter das Steuer setzen. Wir haben gestern Abend nochmal nachgefragt, wie das heute aussieht. Offroadiger wird es nicht als das, was wir gestern hatten. Das waren ja mehr nur so geschotterte Wege. Aber die Straßen sollen ganz lustig werden. Viele enge Kehren, viele enge Straßen. Und ja, schauen wir uns das mal an hier in Rumänien. Ne? Jetzt ist 21:45 hier. Ein oder dreiviertel Stunden sind wir gefahren. Nicht ganz so spannend. Es war eigentlich eher Landstraße, teilweise Städtchen durch. Wir waren in Brasov, das ist hier quasi die Metropole mit 250.000 Einwohnern, aber ja, spannend war es bisher noch nicht so. Jetzt geht es gleich in die Richtung, wo ein bisschen mehr Berg zu sehen ist. Ich hoffe, das wird was. Jetzt habe ich quasi mein erstes Fahrhighlight auf dieser Tour hinter mich gebracht. Hier gibt es so eine Hängebrücke, ich weiß gar nicht, wo wir sind. Ein lustiges Konstrukt aus Stahlseilen und Holzbohlen. Und die ist so eng, dass man wirklich die Außenspiegel anklappen muss, um darüber zu fahren. Ist hier wohl aber anscheinend ein ganz normaler Transportweg oder eine ganz normale Fahrstraße. Und ich habe mich, glaube ich, nur angestellt, weil da wartet ein Kollege aus Rumänien hier mit seinem T4-Transporter. Und Pritsche, der kommt da wahrscheinlich auch ganz locker drüber. Also war aufregend, hat auch ein bisschen Spaß gemacht. Ja. Jetzt kommt auch endlich mal die Sonne raus. Vielleicht wird der Tag jetzt ein bisschen besser. Ja, Ortszeit 16 Uhr. Wir sind jetzt also gut 8 Stunden unterwegs. Eben gab es eine kleine Mittagspause, eine kleine Stärkung irgendwo mitten in der Walachei. Und wenn ich sage mitten in der Walachei, meine ich das genauso. Wir sind jetzt aus den Karpaten raus und befinden uns in der großen Ebene. Also zumindest sind hier keine Berge mehr. Das Steuer habe ich wieder vertrauensvoll an Eik übergeben. Ich will aber nicht vor die Kamera und auch nichts sagen. Ja, ich durfte so ein bisschen Schotter fahren und das war es dann auch schon. Auch so zwei Schlammpfützen hatte ich dabei. Ja. Zum Auto selber kann ich sagen, Fahrwerk finde ich gut. Sitze auf Dauer geht so. Und mit dem DSG bin ich nicht ganz so zufrieden gewesen. Vorhin auf den eher kurvigen Strecken, also Serpentin hoch und runter. Wir sind hier auf so ein paar engere Straßen gefahren, konnte man ein bisschen Gas geben.
Und da wollte der manchmal nicht so schalten wie ich. Dann müsste man doch mal manuell gehen. Wir haben auch keine Schaltwippen hier im Auto. Ich weiß gar nicht, ob es den Scout überhaupt mit Schaltwippen gibt, aber das war eher suboptimal. Ja, sonst Stimmung, Ike. Ja, und Wetter wird besser. Jetzt fahren wir nach Breila, meine ich, heißt der Ort, und setzen da mit einer Fähre über. Und bis dahin hören wir jetzt hier die Playlisten von Spotify hoch und runter. Achso, ich kann vielleicht mal sagen, so generell Netzabdeckung hier in Rumänien. Ich hatte eben LTE, musste ich aber deaktivieren, weil konnte ich nicht connecten. 3G hin und wieder, Edge hin und wieder und auch durchaus mal netztot. Also gerade oben in den Bergen ist das mit dem Signal nicht ganz so. Was hier auffällt, und ich habe wahrscheinlich keine Schnittbilder dafür, hier laufen überall Hunde rum. Also du siehst echt so viele Hunde, die können gar keinem gehören. Ja, war sonst noch Pferdewagen. Haben wir mittlerweile auch des Öfteren mal gesehen, die auch wirklich als Vehikel genutzt werden, zum Beispiel um Holz aus dem Wald zu holen. Und die größeren Städte haben so das, was ich halt Ostscham nenne, also so was man so früher von Polen auch noch kennt, so wie man sich die Sowjetunion vorstellt oder vorgestellt hat, die gibt es ja gar nicht mehr. Russland. Ja, so sieht das hier aus, aber eigentlich überraschend schön, doch weil halt viel Natur noch da ist und die auch noch ein bisschen in einem roheren Zustand liegt, auch hin und wieder mal eine geschnetzelte Katze auf der Straße, so wie eben, kann man machen. Ja, ein neuer Tag hier in Rumänien. Wunderschönen guten Morgen. Es ist jetzt irgendwie, weiß ich gar nicht, 7 Uhr Ortszeit vermute ich mal, 6.30 Uhr Ortszeit. Wir haben 5 Uhr aufgewacht. Ja. Und um 8 Uhr geht's los, um 7 Uhr gibt's Frühstück. Gestern Abend war ich so fix und alle. Also wir sind erstmal hier erst so gegen 9 im Enzhil angekommen, im Donaudelta. Und dann sollten wir hier auch noch so eine kleine Bootsfahrt machen, was eigentlich ganz schön war. Fast Amazonas-mäßig, weißt du? Also es gibt hier so kleine Nebenarme, über die sie uns mit so einem Schnellboot gebracht haben. Oder mit mehreren kleinen Bötchen, die ziemlich schnell waren. 50 km/h ist das Ding gelaufen. Ich habe aber nichts gefilmt da. Und ich war auch ehrlich gesagt nicht so in Stimmung. Ich war hungrig und müde. Und somit habe ich hier das Essen noch zu mir genommen und bin sofort ins Bett gegangen. Das war dann aber auch schon wieder 11 Uhr Ortszeit. Ja, und so geht das immer halt. Zack, 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 zack. Heute geht es um 8 Uhr los. Der Plan hat sich hier nochmal geändert. Wir sollten eigentlich nur bis Tulcea fahren zum Airport. Das wären jetzt hier nochmal 20, 30 Kilometer gewesen. Da können wir wohl aber nicht starten. Unser Charterflieger, darum geht es jetzt nochmal heute Morgen 200 Kilometer wieder zurück Richtung Norden, glaube ich. Ja, ich melde mich bestimmt nochmal. Jetzt erstmal Frühstück und Kaffee vor allen Dingen. Und eine Zigarette. Doch nochmal ganz kurz hier morgens, wo es noch so schön still ist. Ich bin so stolz, dass ich das Auto gestern so richtig geil eingesaut habe, als wir abends dann jetzt nochmal hier waren im Scheinwerferlicht des Parkplatzes. Sah der ja irgendwie aus wie ein Zebra quasi oder wie ein Leopard. Ja, hat mir gestern eine Menge Spaß gemacht. Doch jede Pfütze mitgenommen, so muss das ja sein, oder? Wir haben jetzt die letzten 100 Kilometer vor uns und ich war vollkommen falsch informiert. Es geht nach Süden, geht weiter nach Süden, nicht wieder nach Norden. Und wir fahren quasi jetzt am Toten Meer, nee, Schwarzes Meer ist das hier. Am Schwarzen Meer, so ein bisschen parallel. Auch durch die Hügellandschaft hier im Donaudelta, die ich im Übrigen wunderschön finde. Also finde ich wirklich, hier unten, das ist schon schön, Karpaten waren auch toll, aber das hier unten finde ich landschaftlich noch ein bisschen reizvoller, weil man halt diese ganzen Hügel hat. Ich möchte ein bisschen was sagen zu meinem Fahreindruck, den darf ich ja auch nochmal nennen. Das Auto ist ja nicht neu, wir haben ihn trotzdem noch nie vorgestellt. Immer so 3 cm mehr Bodenfreiheit, die merkt man beim Fahren also überhaupt nicht, würde ich mal sagen. Wir haben natürlich nochmal ein Offroad-Programm, aber auch da habe ich jetzt nicht den Eindruck gehabt, dass es einen großen Unterschied macht, ob ich das nur reinmache oder einstelle oder nicht. Hier so ein Drive-Mode-Schalter, er hat glaube ich eine Bergabfahrhilfe dann, ja gut. Aber es ist ja glaube ich klar, dass das Auto jetzt hier nicht für Offroad-Eigenabenteuer geschaffen ist, sondern
eher im Prinzip auf dieser SUV-Welle mitschwimmt, beziehungsweise in Gegenden, wo halt viele Schotterpisten sind, so wie in Skandinavien oder meinetwegen auch gerne hier unten. Oh, mein Flugzeug, ey. Ist immer ein Doppeldecker, oder? Nee. Oder hier unten in Rumänien, wo teilweise in den Wohngebieten keine Asphaltstraßen sind, sondern wirklich Schotterpisten, da macht so ein Auto vielleicht einen Tucken mehr Sinn als bei uns jetzt in Deutschland. Sonst vom Fahrverhalten her fährt sich wie ein ganz normaler Octavia. Also ich habe da jetzt keine großen Unterschiede feststellen können. Lenkung in Ordnung, Bremsen in Ordnung. Fahrwerk finde ich nach wie vor echt klasse. Bin jetzt hier eben nochmal durch quasi zwischen den Feldern gefahren, auf so einer Treckerstrecke, und auch da, was das Fahrwerk wegnimmt, also dass man fast komfortabel sich auf so einem Feldweg bewegt, das ist ja schon ganz schön. Sebastian, wir kommen nochmal vorbei. Ja, die Sitze, hatte ich auch schon mal erwähnt, sind jetzt nicht so unbedingt meins, sind okay, ja, aber auf Dauer merke ich halt schon, dass ich... Ja, danke. Ja, die Kameraleute hier, die quatschen halt so ein bisschen rein, ne? Die Sitze sind nicht unbedingt meins, so auf Dauer jetzt. Wir saßen ja gestern fast 13 Stunden im Auto, mehr oder weniger, mit kurzen Unterbrechungen. Und dann merkst du halt schon, es wäre ganz schön, wenn man die noch mal ein bisschen anders verstellen könnte. Aber auch das, noch im Rahmen, sage ich mal. Was habe ich noch? Das DSG, damit war ich jetzt nicht ganz so zufrieden mit. Das hatte ich gestern aber auch schon erwähnt. Ja, rundum, Rumänien ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Ob nun im Skoda Octavia Scout oder jedem anderen Auto, kann man machen. Finde ich auch ganz schön, würde ganz gerne nochmal in die Karpaten da ein bisschen mehr sehen, das Ganze auch ein bisschen extremer mal erleben. Könnte mir aber genauso vorstellen, hier auch nochmal ins Donau-Delta zu fahren. Wir haben da ja gestern so einen kleinen Eindruck gekriegt, dass sie da so ein ganz verzweigtes System an Kanälen haben. Da kann man bestimmt auch schöne Sachen machen, wenn auch nicht mit dem Auto natürlich, ne? Ist klar. Ja, ich denke, ich melde mich gleich vom Flughafen nochmal. Jetzt fahren wir hier halt Landstraße und das ist zwar landschaftlich ganz schön und reizvoll, aber nicht besonders spannend. Jo, das war's jetzt. Fast 1000 Kilometer hier durch Rumänien mit dem Skoda Octavia Scout. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ihr habt ein paar Bilder mitnehmen können. Mir hat Spaß gemacht und von der nächsten Reise das nächste Vlog, sonst wie immer Reviews. Ich sag tschüss, bis dann, euer Jan.